Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 4 zusammen mit Paul Meister. Hallo! In der letzten Folge haben wir das erste Spiel des Extra Rooms gespielt und zwar Mega Malträtierer. Werde größer, tritt auf die Gegner und sammle die meisten Münzen. Dort habe ich gewonnen und heute geht's weiter mit Mini Malträtierer. Werde kleiner und vermeide Gefahren, sammle die meisten Münzen. Also wieder die gleiche Regel. Allerdings müssen wir diesmal etwas ein bisschen anderes tun. Und wir fangen direkt damit an. Dieses Brett wurde vom Steinblock entworfen. Ach so heißt er übrigens, Steinblock. Okay. Werde klein und entfliehe den Gefahren. Ihr beginnt mit 100 Münzen. Wer zum Schluss die meisten Münzen hat, ist der Sieger. Okay. Okay. Das machen wir gerne. Wieder 10 Turns. Das hat sich als eine gute Länge erwiesen, bin ich der Meinung. Und wir fangen direkt an. Miniboard Mad Dash. Okay, das Board sieht auch interessant aus, ein bisschen anders als das von der letzten Folge. Ja. Willkommen, ich bin der Steinblock, euer Gastgeber. Ganze 3 Monate habe ich an diesem Brett gewerkelt. Ist es nicht wunderschön? Sieger wird, wer die meisten Münzen hat. Nun zur Reihenfolge. Ja. Mann. Hier ist die Reihenfolge. Nummer 1 ist DK. Okay. Danach folgt Daisy. Ja. Wir sind die beiden Letzten. Luigi wäre Nummer 3. Wario hat den letzten Zug. Juhu. Ihr beginnt mit 100 Münzen. Da kommt's wieder alles aufs Konto. So will ich das auf meinem echten Konto sehen. Ja, jetzt einfach aufhören, sagen ja nicht bald 100 Münzen, tschüss. Also dann, auf sie, vorwärts. Okay, erstmal fängt Donkey Kong an. Mit einer 7. Okay, man soll ja halt möglichst viel in diese kleinen Röhren da reingehen, ne, damit man den Gefahren eben entflieht. Okay. Ja, am Anfang ist das natürlich noch nicht möglich, wo wir hier gar keine Items haben. Wir können uns dann nochmal hier kurz die Karte einmal anschauen. So sieht das Ganze aus da oben, auch mit den ganzen roten Feldern, wo wir auf jeden Fall nicht lang gehen sollten. Das sollte, glaube ich, klar sein. So. Geil, eine 1, Alter. Richtig nice. So. Was haben wir denn hier? Mini-Pilz. Sehr schön. So, und Wario. Eine 5, das ist okay. So, Donkey Kong macht weiter. Auch 3 Münzen für ihn. Und Daisy. Auch sie kriegt 3 Münzen. So, jetzt könnte ich hier schon meinen Mini-Pilz einsetzen, aber es macht jetzt noch nicht so viel Sinn, deswegen würfeln wir erstmal normal weiter. 4. Ja, absolut exorbitant hohe Würfelzahl, die ich hier habe. Ist eigentlich aber auch besser, wenn du immer so kleine Schritte machst, kommst du auch nicht in die Bredouille, da auf die roten Felder zu kommen. Das stimmt. So, von Meister. Yes. Kriegt auch ein Item. Sehr schön. Pilz. Okay. So, jetzt wird es ja langsam eng für die Leute da. Ja, da kommt schon das erste rote Feld. So, Itemladen, was gibt's hier? Megapilz. Wozu brauche ich jetzt Megapilz? Ah, keine Münzen klauen, wa? Uff, Mau. Naja, kommt er da vielleicht vorbei an diesen ganzen roten Feldern? Ja. Oh, Bowserfeld. Nice. Ich bin's. Achso. 10 Münzen. Okay, wow. Aha, bis später. Das ist ein bisschen spektakulärer. Ja, bei Mario Party 9 war das zum Beispiel auch besser inszeniert, ne? Aber kommt ja noch alles auf meinem Kanal. So, ich bin dran. Jetzt könnte ich eigentlich schon mal einsetzen. Kannst versuchen, ja. 5, 1 bis 5. Das waren die Kopfhörer. Okay, also 4 oder 5 müsste es dann sein. Hm. Oder ich würfel erstmal normal, weil ich... Ja, da ist ja noch ein bisschen 5. Luft nach oben da.
Noch ist ja alles in Ordnung hier. Brauchen wir ja nicht gleich den Alarmstand ausrufen. Hier. Wenn ich Pech habe, dann. Ja, dann lande ich da nicht drin. Ja. Das ist 50-50 jetzt ziemlich genau fast. Mhm. Oh. 3, okay. Knapp gewesen, ja. Yay. Okay, cool. Du bist der Gefahr schon mal entgangen. Für das Erste. Ja. So, und Donkey Kong wählt tatsächlich seinen Megapilz. Wo er jetzt dreimal würfeln darf. Yeah! Yeah! 5. Alter, 25. Okay. Ja, das ist seine Taktik. Einfach vorbei an diesen ganzen Feldern. Tschüss. Okay, natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, trotzdem am wenigsten Münzen. So, Daisy. 1. Wow. Geil. Oh, wow. Und sie kriegt einen Mini-Pilz. Kann sie auch noch mit entkommen. So, ja. So, ja, ich sollte jetzt meinen Mini-Pilz eher nicht einsetzen, sondern müsste ich ja eine 5 würfeln. Deswegen lassen wir das mal lieber. 7. Okay. Ja. Muss ich ihn aber da vorne einsetzen, sonst sieht's schlecht aus für mich. So, Ballmeister, sind wir noch in der Safe Zone. Ey, warum so viel gleich? Ja, zeig ich mal hier, Alten was hast du hier? Was gibt's hier? Sparky Sticker. Nee. Tja, das möchte Ballmeister nicht. Da geht er einfach dran vorbei. Und nochmal 3 Münzen für dich. Hey, wir sind zu dritt Erster gerade. Ja. Ich, Daisy und du. Okay, Donkey Kong. Auch nochmal 3 Münzen bekommen. So, für Daisy wird es langsam eng. Da sieht er auch noch einen Mini-Pilz. So, Mega-Pilz kauft sie auch noch. Sie will anscheinend die gleiche Taktik verfolgen wie Donkey Kong. Ja. Aber ob das auch aufgeht, ist natürlich die andere Frage. Aber erstmal Abzug hier. Minus 3. Ah. So gehört sich das. So, ich habe jetzt das Problem. Ja, nee, es ist zu gefährlich. Es ist zu würfeln, ja. Oder du musst halt auch versuchen, mit dem Maxi-Pilz dann da lang zu. Ja, ich kreischen. Sehe jetzt, was ich würfel. Das ist das Gute. 6, ja. Ja, würde ich dann kaufen. Ja, dann gucken wir mal, was ich. Ja, ich bin Erster. Gibt's hier überhaupt? Oh, wow. Kannst du auch so ein Minusfeld mit einem Sparky-Sticker drauflegen? Der doppelt Minus, der als nächstes da drauf geht. Ach nee, ey. Es gibt es ja gar nicht, Freunde. Ach du meine Güte. Sieht's richtig schlecht aus für mich. Tja, hätte ich mal vorher versucht, ne? Komm, nicht so eine hohe Zahl, bitte. Ja, sehr schön. Oh, ja, nice. Nice, nice. Mini-Pilz. So, Donkey Kong. Alter, was würfelt der immer so hohe Zahlen? Ja. Kommt da schon wieder fast in die Bedrohung. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist ja schon wieder so weit vorne, Alter. Er kriegt auch nur Sparky-Sticker. Ah, nice. Und er ist schon letzter. Ja. Aber jetzt nur noch knapp. So, Daisy, was macht sie? Ja, Maxi-Pilz, ja. Okay. Megapilz. Na, ja, mal gucken, ob sie da jetzt aus der Sache noch wieder rauskommt überhaupt. Mit ihrem Megapilz. 2. Nochmal. 6, na. 9. Ja, okay, knapp. 17. Wird wohl reichen. Gerade so, aber. Ja. 3 Münzen. Tja, für mich sieht's jetzt richtig schlecht aus, Freunde. Kann ich auch rückwärts gehen, bitte? Ich würde gerne rückwärts gehen. Ja, das geht leider nicht. Das ist Einbahnstraße. Ah, 2 auch noch. Ach du meine Güte. Tja, ist natürlich ärgerlich. Ah ja, sehr entspannt, sehr entspannt.
4 Züge noch. Okay. Aber für Donkey Kong sieht's auch gar nicht mehr gut aus. Ja. Hä? Was ist denn ihre Mission, Alter? Tja, werden's nie erfahren. 2. Okay, jetzt kriegt sie wieder einen neuen Mini-Sticker. Mini-Pilz, meine ich. Ja. Wow. Applaus. Ich könnte da auf dieses Feld in der Ecke kommen, um wegteleportiert zu werden. Das wäre lucky. Eine 6 brauche ich dafür. Am besten, am Ende bist du mit Donkey Kong getauscht. Komm schon. Ach, Mist, ey. So ein Mist. So, du setzt jetzt den Minipilz ein. Ja, natürlich. Sei nur logisch. Warte doch lieber noch ein bisschen. Ich meine, es ist doch noch nicht so dringend. Mhm. Und ich krieg direkt den nächsten Pilz. Ah, sauber. Sauber ist das hier laufen, du. Ja, so muss das sein. Mhm. So, Donkey Kong. Tja. Minus 3. Hm. Und Daisy? Hä? Was soll das denn? Einfach Pilz einsetzen, egal was ist. Wird schon was bringen. Okay, ja, sie kriegt nochmal einen Pilz. Toll. Da kriegt sie diesmal einen Maxi-Pilz. Oder kann man den gar nicht kriegen? Naja, anscheinend nicht. Na doch, ich glaube schon, man kann den schon kriegen. Ja, keine Ahnung. Okay, so, jetzt was muss ich nochmal würfeln? Hallo? Eine 4. Ey, R. Okay. 4. Oder einfach eine 1 oder eine 2. Vielleicht wäre ich ja jetzt belohnt von Bowser, weil ich hier in der misslichen Lage bin. Ja. Komm schon. Ich bin's, Bowser. Welchen niederträchtigen Streich könnte ich heute spielen? Ja, ja, so muss das. Ich bin ein Genie. 30 Münzen von dir. Edgy Badge. Aua. Uff. Sag mal, geht's noch? Haha, bis später. Alter, 30 Münzen. Das ist schon ganz schön fies. Gibt's ja auch so ein Umkehr des Schicksalsfeld, bitte? Bitte? Oh nö. Und zwar jetzt sofort. Oh, tauschen mit mir, ja, bitte. Oder Donkey Kong. Muss ich irgendwas drücken? Donkey Kong. Ah, cool. Ja, ist jetzt nicht ganz so schlimm, zum Glück. Ja, aber ein bisschen. So. Erstmal letzter Mann. Ach, Leute. Nein, nein, nein. Das ist eben Minipilz komischerweise nicht eingesetzt. Tja, sie hat dazugelernt, vielleicht. So, eine 2 kann ich immer noch würfeln, um hier rauszukommen. Ich will hier raus! Ja, musst du auf Daisys Feld kommen. Ey, komm, ich setze meinen Minipilz ein. Dann komme ich da vielleicht eher drauf. Ja, okay, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, das stimmt. Geil, mach ich. So, 2. Und komm schon, ja, ich hab's geschafft. Jetzt kommst du einfach zu uns. Nein. Naja, was heißt zu oder uns? Zu Donkey Kong. Ja, okay, nee, hast recht. Ja, okay. Donkey Kong. Ja, sehr schön. Ich bin eh schon letzter. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie was rausholen kann. Och, komm. Ja, für dich gibt's nochmal Abzug. So, letzter Zug, Alter. Ach so, okay, letzter Zug. Dann ist okay. So, nichts passiert. Daisy? Ja, jetzt Hauptsache jetzt nochmal, jetzt wo eigentlich alles schon vorbei ist. Aber sie ist ja auf Platz 2, also anscheinend hat sie nicht alles falsch gemacht. Ah. Ja. Ja gut, war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, das Spiel. Und ich krieg leider nichts. Tja. Und du nochmal eine 1, komm, eine 1. Schade.
Nochmal mit 100 Münzen Abzug, bitte. Schlechter Block, 100 Münzen plus. Tja, das war's, Freunde. Und hier ist das Endergebnis. Der Sieger ist... Mario! Juhu! Ja, so ist es. 87 Münzen gab's für Donkey Kong, 100 für Daisy, für mich nur 70. Richtig schlecht. Und Paul Meister geht mit 112 Münzen nach Hause. Okay, das war's dann damit. Ging ja sogar noch schneller als das Spiel davor. Wollen wir nochmal kurz bei Druckerpresse Plus reinschauen? Ja. Wie vielen Seiten kannst du ausweichen? Wahrscheinlich können wir eh nicht sonderlich vielen Seiten ausweichen. Ja, würde ich auch gerade sagen. Wird das wohl nicht allzu lang dauern. Die Seiten des Buches versuchen dich zu zerquetschen. Flüchte durch die Löcher in den Seiten. Control-Stick bewegen. Highscore ist 5 Seiten. Okay, das kriegen wir hin, oder? Ja. So, dann gucken wir mal. Start. Let's go! Wow, wow! Wow, ich bin jetzt so fett, ne? Das ist echt ganz schön mau. Ich bin Luigi, okay. So. Kann man eigentlich lesen, was da steht in dem Buch? Nee, das kann man nicht lesen. Okay. Möglichst auf safe gehen, ne? Wichtig. Boah. So, bleibt schön weg von meinen Löchern, bitte. Oh Gott, das ging aber ganz schön schnell jetzt hier. Ja, jetzt geht's richtig schnell. Ui, ja, 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 ja. Nein, nein, so knapp. Oh, das gibt's nicht. Und Wario ist immer noch drin. Alter. Alter. Oh, der, das war ganz schön schnell. War da nur ein Loch? Ja. New Record. 15. Versagt. Ja, könntest du ja vielleicht nochmal versuchen. Wer ist der Sieger? Ich frage mich, wer ist der Sieger? Das hat er gar nicht schon gesagt gerade. Mario. Pages, okay. Challenge Book Squirm. Okay, ich habe 9 geschafft. Naja, immerhin Dritter. Wollen wir es noch einmal versuchen? Ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch in der Folge. So, machen wir noch einmal Druckerpresse Plus. Ein Versuch geht noch, würde ich sagen. Highscore ist jetzt bei 15 Seiten. Ich mag die Soundeffekte. So. Ey, alle in mein Loch an. Oder was hier? Was soll denn der Scheiß? Oh, jetzt müssen wir... Nein! Ey, gut, dass ich da weggegangen bin, ey. Das war echt zu knapp. Ja. Oh Gott. Manchmal, Alter, da ist halt teilweise auch nicht genug Platz für alle. Das ist dann das Problem. Wow, okay. Nein. Nein, oh Gott, wir haben es alle geschafft. Ach du Scheiße. Oh nein, Wario ist noch mit drin. Vollmeister, hauen Sie ab. Nein. Und zwar sofort. Mist. Nein. Na, du hast 14 den Rekord nicht gebrochen. Schade. Versagt. Komm, ist das Buch eigentlich irgendwann durchgeblättert, oder? Glaub nicht. Tja, wer ist der Sieger? Luigi! Cool! Mensch, habe ich doch noch gewonnen, ey. Obwohl ich eigentlich nur 11 Pages hatte. Naja. So ist das manchmal im Leben. Manchmal ist es weniger mehr. Okay, gut. Dann dieses eine Mischspiel haben wir noch nicht freigeschaltet. Das werde ich dann wohl noch freischalten später. Wahrscheinlich weiß ich gar nicht, wie man das freischaltet. Ich werde es auf jeden Fall noch rausfinden. Und ja, dann werde ich natürlich auch noch hier im Einzelspieler die Kavums-Party spielen. Mit dem lieben Wump, der hier mit dabei ist. Wir verlassen das Extrazimmer. Und dann speichern wir noch eine kurze Runde. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf die Minigame-Mode, was wir jetzt hier schon an Minispielen freigeschaltet haben. Nur mal kurz schauen, so
Ein kleiner Zwischenstand. Hallo Goomba. Hey, dies ist der Minispielmodus. Womit kann ich dienen? So, wir können geöffnete Minispiele spielen, eine Liste der Spiele aufrufen, eine Spielauswahl zusammenstellen oder die Minispielrekorde aufrufen. Okay, eine Liste der Spiele. Okay, wow. Also hier Druckerpresse haben wir Easy Team Match. Was heißt denn Team Match? Ach so. Ja, das sind alle gegen alle wahrscheinlich, oder? Nee, Team Match. Keine Ahnung. Also hier fehlen uns auf jeden Fall noch einige Arme des Gesetzes. Rauchende Reifen. 1 vs 3 haben wir 6 von 9 freigeschaltet. Hier haben wir noch gar keine, 2 vs 2. Battle haben wir auch noch keine. Also eigentlich hatten wir natürlich schon ein paar, aber die sind leider verloren gegangen. Bowser fehlen uns auch noch alle. Story? Ja gut. Das werde ich dann alleine erkunden. Und etc. Wow. 3, die wir noch nicht haben. Okay. Also noch nicht allzu viel. Wir können ja mal kurz schauen, was wir hier für Minispiele-Rekorde aufgestellt haben bisher. Ah, rauchende Reifen. 9,34 und ansonsten haben wir noch nichts hier entdeckt. Naja, gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Einzelspielermodus, den ich logischerweise allein spielen werde. Weiß ich noch nicht, ob Hollmeister dann nochmal wieder zurückkommen wird, um dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Minispiele. Ja, werde ich dann sehen. Ja. Dieser Einzelspielermodus erzählt die Geschichte deines Geburtstags. Genau, damit wird es in der nächsten Folge weitergehen. Ich bedanke mich fürs Ansehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Mario Party 4 und ciao. Tschüssi.